Herzlich willkommen in Obertauern. Heute darf ich euch endlich das Skigebiet genauer zeigen. Die verschiedenen Abfahrten, wie zum Beispiel die Gamsleiten 2 Abfahrt, eine der spektakulärsten in Europa. Dann den Ort an sich, den ihr unten schon malerisch auf der Tauernpasshöhe auf 1630 Metern seht. Verschiedene Möglichkeiten zur Einkehr und zum Après-Ski. Und am Ende des Videos verraten wir euch, für wen sich das Gebiet ganz besonders lohnt. Also dranbleiben lohnt sich für euch. Auf geht's in den Skitag. Jetzt sind wir hinaufgefahren mit der Scheidberg-Sechserbahn, starten in den Skitag und das bei diesem Wetter. Und ich darf euch eines verraten, das Skigebiet Obertauern, das ist eines meiner Jugendskigebiete. Hier sind so viele Geschichten passiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und in diesem Video, in diesem Skigebietstest hier, möchte ich euch ein paar dieser Geschichten natürlich auch erzählen. Darauf könnt ihr gespannt sein. Eine der Geschichten, und da wird Basti auch direkt lachen, wenn er hier zuschaut, die ist direkt hier vorne passiert, nämlich bei diesem Kollegen hier, dem Ski-Karl, Euchakarl. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, früher war ich mit den Dialekten hier in Österreich natürlich noch nicht firm. Dann hieß es immer warm machen. Und ich meine, zum Start eines Skitages muss man sich ja auch warm machen. Und das machen wir jetzt mal. Auf geht's, Karl! Grüß euch miteinander. Ich bin der Karl. Jetzt warmen wir uns gemeinsam für die Abfahrt auf. Okay. Für die erste Übung gehen wir in die Hocke und stehen wieder auf. So weit geht's, Obi. Und wieder Afi. Das Ganze, Obi und Afi. Das war gar nicht so geil. Wir wussten nicht, ist es jetzt Obi oder Afi? Und Afi. Und Obi. Oh Gott, Karl, mach mich nicht fertig. Und machen wir weiter. Na, wird es euch schon warm? Ja, sicher. Und links. Sehr gut macht ihr das. Und jetzt steht einer zünftigen Abfahrt nichts mehr im Weg. Danke, Karl. Jetzt ist mir schon ordentlich warm, richtig gut aufgewärmt mit dem Karl. Eine gute Herausforderung am Morgen. Und wenn ihr hier im Skigebiet seid, dann gibt es noch weite Herausforderungen. Zum Beispiel die Super 7. Und das möchten wir heute bei unserem großen Test hier im Gebiet auch mit euch gemeinsam fahren. Das sind die 7 höchsten Punkte im Skigebiet und auch die 7 anspruchsvollsten Skipisten. Am Ende unseres Tages steht sie dann, die Gamsleiten 2 Abfahrt. Gerade sind wir hier am Scheidberg und starten mit der schwarzen Piste Nummer 2 in unseren Skitag. Also auf geht's. Ja. Oh, da geht's direkt steil dahin. Oh ja. Eieiei. Geil. Was für ein Tagesstart. Boah, wahnsinnig cool. Schaut mal die Speedboarder, wie die sich in den Hang hineinhängen auf ihren Kanten. Vielleicht könnt ihr es gerade sehen. Vielleicht kommen sie jetzt auch gerade hier runter. Das sieht immer so spektakulär aus, wenn diese Speedboarder da auf der Kante, auf der Piste schrubben. Wahnsinn. Und hier blitzt er schon so richtig raus, der Gamsleiten 2, eine Mythos-Skipiste. Da oben, das ist so ein bisschen wie das Matterhorn von Zermatt, kann man sagen, für Obertauern. Diese Silhouette von dem Berg. Ich freue mich auf die Piste später, das ist der Hammer. Oh ja, doch jetzt schauen wir uns erstmal die vielen anderen Teile von Obertauern an. Auf geht's. Oh, oh ja. Achtung, Snowboarder. Gefahr. Grüß euch. Langsam. Also, links hinein in die Plattenkarbahn. Sehr moderner Achtersessellift hier, die Plattenkarbahn auf 2051 Meter hinauf. Wow, was für ein Lift. Das ist eine Kombibahn, da kommt auch eine Gondel. Also man kann Gondel fahren oder eben mit dem Sessellift. Wenn man die Option hat, mag ich ja Sessellifte lieber. Muss man nicht die Ski abschnallen. Alles vollautomatisch. Punkt 2.
Hier haben wir doch einen sehr, sehr schönen Überblick übers Skigebiet und auch über den Ort. Und an dieser Stelle möchten wir einmal die Informationen rund ums Skigebiet Obertauern durchgeben. Zunächst einmal, wir sind hier im Salzburger Land in Österreich. Und das Skigebiet hat 100 Pistenkilometer verteilt auf 26 Liftanlagen. Und das Besondere an der Stelle ist, dass Obertauern auf einer Höhe von 1630 Metern beginnt, hier am Tauernpass. Und da habt ihr eben die Möglichkeit, direkt aus dem Ort, den ihr hier unten auch super malerisch seht, ins Skigebiet zu starten. Das Skigebiet erstreckt sich rund um den Ort. Das heißt, es ist im Prinzip eine Kessellage, in der der Ort liegt, und das macht es insbesondere sehr zentral. Bedeutet, dass ihr aus den meisten Unterkünften hier in Obertauern direkt Ski-in, Ski-out auf die Skipiste könnt. Das Ganze sehr zentral ist und ihr damit die Möglichkeit habt, euch gut zu orientieren und wiederzufinden. Ein wichtiger Teil auch für Familien. Besonders ist hier oben auch, dass dieses Skigebiet als eines der schneesichersten der Alpen gilt. Das haben wir in den letzten Tagen auch bemerkt, denn als wir hier drehen wollten, da war die ganze Zeit nur Schneefall. Ein paar Videos vom malerischen Schneefall, die seht ihr jetzt gerade, und dann haben wir Kaiserwetter bestellt, um euch das Gebiet heute so zu präsentieren. Zwei Herausforderungen, die ihr wagen könnt, das ist auf der einen Seite die schon erwähnte und von uns heute angegangene Super 7 Geschichte, auf der anderen Seite die Tauernrunden, Skirunden, die durchs Gebiet führen, in Rot und in Grün markiert, da könnt ihr eben das Gebiet erleben und auf einer vorgegebenen Runde befahren. Und für uns geht's jetzt weiter, damit wir dann noch verschiedene Punkte, wie zum Beispiel die Gamsmilchbar, erfahren. Was das genau ist, das seht ihr in diesem Video auch noch. Also viel zu erleben, weiter geht's. Oh, yes! What the heck? Woohoo! Alter! Hier ist auch ein richtig schönes, großes, winterliches Plateau. Perfekt für all diejenigen, die winterwandern wollen, vielleicht auch langlaufen wollen. Hier seht ihr gerade auch eine Loipe, die wir gekreuzt haben. Also auch Möglichkeiten, neben des Skifahrens hier auf der Ebene gute Winterurlaub zu haben. Jetzt geht's hinauf mit der Hundskogelbahn und oben werdet ihr euch schlapp lachen, ich verspreche es euch. Nummer 3. Angekommen am Hundskogel auf 2100 und ein paar gequetschten Metern, und von hier oben ergibt sich ein fantastischer Ausblick, und zwar in Richtung Große Bischofsmütze und viel wichtiger noch dem Dachsteinmassiv, das ihr hier gerade hinter mir seht, wie es da rauskommt, sehr mächtig. Und hier, wie schon eben erwähnt, gab es auch eine lustige Anekdote, als wir hier früher in der Jugend waren, die jungen Wilden Bastian Brutzer, Julian Witting, Marius Quast, auf der Jugendfreizeit von unserem Skiverein, standen wir hier, haben ein Foto geschossen, und in meiner Erinnerung sieht das ungefähr so aus, ja, hier, zack, der Marius, und dann mit so einer orangenen Jacke an, ja, so ein ganz wilder Helm, coole Brille, und der Basti auch noch mit dabei, Julian dabei, das war echt lustig. Also, witzig, wie sich's mittlerweile entwickelt hat. Für uns geht's jetzt hier raus in Richtung Seekarspitze über die rote Piste 4. So, für uns geht es jetzt in einen anderen Bereich des Skigebiets, und zwar hier an der Seekarspitze, die ihr hinter mir seht. Und was ihr da auch seht, ist, es wird hochalpiner. Kaum mehr Bäume etc. zu sehen, sondern diese felsige weiße Ebene hier, das ist schon wirklich der Hammer. Ein richtiges Eldorado fürs Skifahren. Also auf geht's. Mit der Spitzbahn oben angekommen auf 2207 Metern, und hier haben wir jetzt Punkt 4 unserer Super 7 Challenge. Das heißt, 4 von 7 sind geschafft, damit haben wir auch die Mitte unseres Skitags erreicht. Hier oben auch ein sehr schöner Ausblick nochmal in Richtung Dachstein. Hier geht es jetzt über die Almabfahrt, die Piste Nummer 5 herunter, auch sehr schön zu fahren, und dann geht es in die Einkehr. Schauen wir mal, was es zu essen gibt.
Ja, voll. Oh ja, sehr schön. Was ihr vielleicht auch schon gesehen habt, Obertauern ist auch ein richtiges Freeride-Eldorado. Immer wieder rechts und links von den Pisten ergeben sich Möglichkeiten, wenn ihr natürlich gut ausgestattet seid und das machen möchtet. Früher war es bei uns so, wir haben ein bisschen die Wächten hier links und rechts genutzt von den Pisten abseits. Und da sind auch einige lustige Sprungbilder entstanden. Einkehr in Fahrtrichtung rechts. Wir gehen in die Kringsalm, Sonnenterrasse. Schauen wir mal, was wir hier Feines finden. Und wenn ihr euch heute fragt, hey, warum fährt der Marius eigentlich heute nicht so eine geile Kurve? Ganz ehrlich, mich hat es gestern bei den Dreharbeiten einmal kurz zerpackt oder gelegt, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch gemault. Und das linke Knie tut da ein bisschen weh. Muss ich mal checken lassen. Egal, vielleicht tut die Pause jetzt schon mal gut. Und dann schauen wir uns natürlich später noch die anderen Abfahrten an. Gamsleiten 2 also in einem ruhigen Niveau. Kriegen wir auch hin. Auf der Sonnenterrasse ist es jetzt eine Kaspressknödelsuppe geworden. Sieht gut aus und das Wetter passt auch. Also guten Appetit, Linus. Guten, auf geht's. Gut gestärkt nach dem Mittagessen, gerade noch einen kleinen Espresso getrunken und jetzt geht's auf und zwar hier von der Kringsalm mit der Kringsalmbahn hinauf. Wir wollen noch die letzten 3 Punkte der Super 7 Challenge abhaken und wir wollen noch in die Gamsmilchbar einkehren. Was das genau ist, das seht ihr jetzt gleich. Jetzt sind wir in der Seka-Eckbahn und hier drunter war schon immer diese Art Buckelpiste. Also wer sich mal in den Buckeln austoben möchte, mal richtig die Oberschenkel zum Glühen bringen möchte und ein bisschen an seiner Fahrtechnik schrauben möchte, der kann das hier ausprobieren. Ich finde Buckel trainieren immer noch mal sehr gut, so die Ausnahmesituation. Man muss sich wirklich gut bewegen auf dem Ski, gut draufstehen, um das Ganze hier bewältigen zu können. Und früher waren wir natürlich auch hier unterwegs. Und oben sind wir dann an Punkt 5 von 7, das heißt einer der höchsten Punkte des Gebiets hier an der Seka-Spitze, das erreichen wir gleich auch. 5. Und wenn man hier so die Piste herunterfährt, dann sieht man auch wieder Folgendes. Der Ort Obertauern, der wirklich genau hier immer in der Mitte des Gebiets liegt, den seht ihr immer wieder beim Skifahren. Und es gibt einfach eine super Orientierung, wie eben schon angesprochen. Was ihr jetzt auch seht, ist, wo wir heute Morgen gestartet sind. Nämlich ganz da drüben an der Scheidbergbahn und haben uns hier herumgetastet und sind jetzt auf dem Weg in Richtung Zehnacker auf der Gegenseite. Genau da oben ist die Bergstation zu sehen und dann noch zum Gamsleiten. Genau da drüben. Also, guter Überblick übers Gebiet, hoffentlich gegeben. Und jetzt fahren wir rüber in Richtung 10er Gondelbahn. Da hinauf und schauen uns das da mal an. Und hoch geht's, 10er-K-Bahn. Angekommen am 10er-K und damit können wir Punkt 6 von 7 abchecken. Da seht ihr wieder die Tafel. Und jetzt schauen wir uns mal an, was überhaupt so eine Gamsmilch ist. So, und da ist eines der kulinarischen Highlights, so sagen zumindest viele hier in Obertauern. Hier an der Gamsmilchbar gibt es ein Getränk. Das sieht dann so aus. Ich habe es mir gerade erklären lassen. Es ist quasi heiße Milch mit ein bisschen Kakaopulver, ein bisschen Zucker und Rum, also alkoholisch. Und dann hier oben Milchschaum. Sieht hier oben so ein bisschen aus wie so ein Latte Macchiato. Und naja, zumindest nehme ich mal einen Schluck. Ja? Auf der Piste ist ja immer schwierig mit Alkohol, aber ich will es euch zumindest schon mal einmal probieren.
Hui, also den Rum schmeckt man auf jeden Fall auch schon raus. Ja, und wie ihr seht, hier oben kann man auch ganz gut sitzen, das Leben genießen, die Sonne genießen und dann abfahren. Und das machen wir jetzt auch. Ja, das läuft. Richtig gute Abfahrt. Auf Obertauern zu. Tolle Abfahrt von der 10er-Kabahn. Echt super. Und hier liegt jetzt wieder das Dorf. Das heißt, wir haben es gleich komplett umrundet, sind einmal komplett um den Ort herumgefahren. Tasten wir uns ran an das Highlight zum Ende unseres heutigen Videos. Zunächst einmal geht es nämlich jetzt hinauf hier mit der Gamsleiten 1 Bahn. Da habt ihr dann schon, wenn ihr hier unten seid, den Eindruck oder naja, das Wissen, ob die Gamsleiten 2 Piste heute präpariert ist oder nicht präpariert. Es kann nämlich sein, dass die Piste tatsächlich einfach so belassen wird, ohne zu präparieren. Da vorne steht aber gerade das Schild, Gamsleiten 2 ist präpariert. Wir haben lange darauf hingearbeitet in diesem Video und jetzt stehen wir kurz davor. Ihr seht die Bahn, den Zweiersessellift und der an sich ist schon ikonisch. Ihr habt heute im Video auch gesehen, wie viele moderne Liftanlagen es hier in Obertauern gibt. Und dieser Zweiersessellift, naja, der bringt einen halt gemütlich zu diesem Mythos, nämlich der Gamsleiten 2 Abfahrt. Ihr seht sie von dort oben, teilweise unpräparierte Abfahrt. Es gibt Tage, da ist wirklich so, dass Frischschnee fällt und sich einfach nicht anbietet, diese Piste präparieren zu können. Es braucht nämlich auch krasses Gerät, um das in Schuss zu bringen. Wie dem auch sei, wir steigen jetzt ein in diesen Sessellift, lassen uns langsam hinauftragen und dann schauen wir uns das Ganze aus der Nähe an. Kommt mit! Wichtig! Angekommen an der Bergstation und damit haben wir den 7. von 7 Punkten erreicht. Ihr seht hier drüben das Schild 2313 Metern und von hier aus haben wir einen richtig starken Ausblick. Auf der einen Seite hier raus in Richtung große Kesselspitze. Allein diese Berge, das Gestein von hier oben zu sehen, ist schon ziemlich mächtig. Wenn ihr dann daraus blickt, habt ihr noch den Blick in Richtung Hochfeind. Das ist dieser Berg da oben, der sich recht gerade entlang schlängelt. Von hier also schon toller Ausblick. Ihr solltet aber bloß nicht wagen, hier rechts runter zu fahren oder eben auch auf der linken Seite runterzufahren. Am Gamsleiten ist es nämlich wirklich so, dass das nicht gesichert ist. Das heißt, auch da nur erfahrene Skifahrer bitte hier hinauf und dann geht es über die schwarze Piste bergab. Und das tun wir jetzt. Lang um diesen Berg geredet, lang um die Piste geredet. Jetzt geht's Skifahren. Was für eine Abfahrt. Das hat wirklich schon richtig Spaß gemacht. Gamsleiten 2, check. Und jetzt suchen wir uns einen schönen Spot in der Sonne, schauen uns mal das Après-Ski an und geben ein Fazit. Kommt mit. Was für eine große Erkundungstour. Und jetzt sind wir hier an der Edelweißalm angekommen. Schaut's euch an. Sonnenterrasse, Ausblick. Und als ich hier vor ein paar Jahren schon mal saß, gab es dann einen perfekten Sonnenuntergang, richtig mit Alpenglühen. Ich hoffe, dass ich euch da gerade ein paar Bilder zu einspielen kann. Und jetzt zur großen Frage in diesem Video, für wen lohnt sich das Skigebiet Obertauern? Ich habe ja schon ein paar Punkte angesprochen, die für mich das Ganze auch einordnen. Auf der einen Seite ist der Ort sehr zentral. Das bietet sich sehr gut für Familien und Gruppen an, die sich schnell wiederfinden möchten, wo zum Beispiel das Leistungsniveau unterschiedlich ist. Manche trainieren hier auf der blauen Piste, die anderen können in 2 Liftfahrten ziemlich
ziemlich schnell bei diesen Personen sein und sich zum Beispiel auch zum Mittag zusammenfinden. Das war bei Jugendfreizeiten, Schulklassen, die wir hier auch getroffen haben. Übrigens viele Zuschauer getroffen. Es war sehr schön, euch zu treffen, hat richtig Spaß gemacht. Das ist bei solchen Gruppen einfach perfekt. Auf der anderen Seite natürlich auch die sportlichen Skifahrer mit Pisten, wie zum Beispiel der Gamsleiten 2 Abfahrt. Mir gefällt aber vor allen Dingen auch die rote Piste 4 sehr gut, die wir heute gefahren sind, wo man das Dachsteinmassiv sieht und dann schön hinunterkarft runter bis zur Kringsalm. Und apropos Kringsalm, ihr habt es in diesem Video auch gesehen, es gibt viele Möglichkeiten zur Einkehr und das sei an dieser Stelle auch gesagt, Obertauern ist auch ein Après-Ski-Hotspot. Das heißt, es lohnt sich auch für all diejenigen, die mit Musik am Berg happy sind, die das gut finden, wenn hier eben auch Party stattfindet, sowohl am Berg als auch unten im Dorf, zum Beispiel in der Lürzer Alm oder in anderen Locations, wo es wirklich abgeht. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video einen super Überblick zum Skigebiet geben konnte. Gleich geht es hier erstmal noch auf ein Weißbier zum Abschluss des Tages. Und wenn ihr Fragen habt, freue ich mich natürlich über eure Kommentare und über eure Anmerkungen. Denn in so einem Video kann man auch nicht alles einbringen. Das heißt, es gibt sicherlich auch Tipps und Tricks, wie man Obertauern erleben sollte, die ich nicht in diesem Video genannt habe. Und genau die finden dann unten statt. Vielen Dank an Linus, der hinter der Kamera tatkräftig mitgeholfen hat, und an Aileen. Und wir sehen uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Das freut mich ganz besonders. Das ist genau hier eingeblendet. Schaut rein und bis dahin. Gute Skisaison.